Jo, hallo liebe Leute. Weiter geht's mit Fishing Planet. Ja, und heute will ich hier mal von einer dieser wunderschönen Inseln hier, die man begehen kann. Mit den Palmen und den weißen Sandstrand, der hier richtig dick vorhanden ist. Und was ist das hier für ein toter Baum? Warum haben sie den jetzt hier festgebunden? Stütze gegeben und dann oben ist gar nichts mehr dran. Schon weggefetzt. Und hier noch einer, sogar noch mit Netz drumrum. So. Dann gucken wir mal, was wir hier vom Ufer aus fangen können. Achso, ich bin noch in der Nacht. Ja. Ein, zwei Würfe machen wir in der Nacht. Und dann gucken wir mal. Aha. Kommt überhaupt nicht hoch, der Köder. Hallo? Tempo 2. Der Köder kommt nicht vom Boden hoch. Was ist das denn für ein Blödsinn hier? Ah, jetzt. Tempo 3. Aha, Tempo 3 kommt ein bisschen hoch. Wow. Also gar nicht erst so weit absinken lassen, weil das geht hier stetig zur Insel hin bergauf. Also gleich loskurbeln. Tempo 2. Tempo 3. Das geht hier so steil bergauf zur Insel. Ne, hier kann man nicht angeln. Das habe ich mir anders vorgestellt. Ne, jedenfalls nicht auf dieser Seite. Also wir machen mal Tageslicht. Probieren wir es mal zur anderen Seite. Oder ist es da genauso unter Wasser, genauso steil bergauf zum Ufer hin. Und vom Ufer weg steil bergab natürlich. Da steht mein Boot. Aber mit dem Boot konnte ich hier bis ans Ufer ranfahren. Da war es nicht zu. Obwohl, na gut, wenn es so steil bergab geht, na klar. Sieht man jetzt hier natürlich nicht. Aber probieren wir mal auf dieser Seite, ob man hier besser angeln kann. Ne, sieht genauso steil aus. Geht das stetig nach unten. Oh, so steil sogar, dass selbst bei Tempo 3 der Köder kaum hochkommt. Jetzt muss er richtig steil bergauf gehen hier von allen Seiten. Nee, macht keinen Sinn. Schade. Ich dachte, man kann hier von der Insel aus angeln, aber ich glaube, das macht keinen Sinn hier. Es wird hier keine Stelle geben. Wo es nach kurzer Phase auch richtig dann steil runter geht, damit wir da eine Kante haben, bis an die wir ran angeln können. Boah, da geht's noch, da ist es noch perverser. Da geht's gar nicht in der Richtung. Hänger, gut, die bekommt man. Nö, hier ist keine Köderführung mehr möglich. Kann man vergessen. Okay. Wo könnte man denn noch?
die Insel vielleicht besser. Da fahre ich dann aber vom Hafen aus hin. Na komm. Da muss ich erst da spawnen, damit ich im Hafen wieder spawnen darf. So. Ja, wo ist jetzt die Insel, die ich gesehen habe auf der Map? Ist das die? Nee, das ist nicht die. Aber ich muss das anders gucken. Ich muss hier mit gucken. Hallo. So, da ist sie. Ein Stück rechts. Ich hoffe, dass man da auch rauf kann auf die Insel. Die ist nicht ganz so groß. Und vielleicht ist es da auch. Geht's da steiler runter? Oder bleibt länger flach, so dass man Köderführung möglich machen kann, da vernünftig. So, also ein bisschen rechts. Da ungefähr. Da sieht man schon die Palmen. Ich hoffe, da funktioniert es besser. Wenn es da auch nicht funktioniert, dann hätten sie die Inseln auch weglassen können. Oder wie die Begehbarkeit der Inseln weglassen können. Also wenn man da sowieso nicht angeln kann, vernünftig. So, probieren wir es gleich mal hier an der Ostspitze Richtung die Felsen da. Ja, etwas besser ist es hier. Hier sinkt der Köder nicht ganz so doll ab. Aber die letzten Meter hier muss ich schon wieder auf Tempo 3 gehen, damit der Köder nicht ganz auf den Boden klatscht. Versuche ich da hinten mal mit Tempo 1. Nee. Tempo 1 geht gar nicht. Naja, so wirklich funktioniert es ja auch nicht. Nur mit Tempo 3 und das ist ja eigentlich viel zu schnell. Die Rolle hat einen 125er Recovery, glaube ich, ne? Also Schnureinzug. Ja, 125, 1,25 Meter.
Bei Tempo 3 sind das dann ja, fast 4 Meter pro Umdrehung irgendwie und er dreht so schnell. Also da kommen die Jäger ja gar nicht hinterher, hinter den Köderfisch, den sie jagen wollen, wenn der so schnell unterwegs ist, wie hier mit Tempo 3 Kurbeln und Tempo 2 und Twitchen. Sinkt der Köder trotzdem nach und nach ab. Also auf Höhe halten kann man ihn nur mit Tempo 3. Ne, und beißen tut ja auch nichts. Probieren wir es da hinten nochmal. Gehen wir mal auf die andere Seite der Insel. Ist doch ganz schön groß. So, probieren wir es mal in die Gegenrichtung, also weg von der Hauptinsel. Vielleicht war das Wasser tiefer. Der Köder bleibt länger oben. Ne, hier an der Insel scheint es keine Fische zu geben. Ich guck mal auf der Map. Ah, kann gar nicht gucken, ob hier Fische sind. Es geht nur vom Boot aus. So, wo ist mein Boot? Da hinten. Okay, ihr Leute, wissen wir Bescheid. Inseln kann man vergessen. Nee, das will ich jetzt auch nicht weiter gucken. Und hier kommt man auch leider nicht in die Bucht rein. Ne? Was ist denn das jetzt hier? Wieso bleibt er da hängen? Ne, man kommt nicht weit genug rein. Ich versuche mal hier mein Glück. Ja, hier ist Köderführung möglich mit Tempo 2. Gucken, ob wir da ein bisschen ins Tiefere werfen. Ob es dann auch mit Tempo 1 hinhaut, ohne dass der Köder auf den Boden klatscht. Ja, noch hält er sich im Mittelwasser. Jetzt geht er ein bisschen tiefer. Ja, hält sich einigermaßen. Jetzt so zwischen Mittelwasser und Grund. Und jetzt fängt er langsam an zu steigen. Aber dadurch, dass es jetzt hier ufermäßig langsam aufwärts geht, hält er sich mal gerade so knapp über den Grund, aber es funktioniert mit Tempo 1. Also mit Tempo 1 kann man hier angeln, aber es beißt nichts. Es gibt hier keine Fische. Das ist so traurig. Da ist doch gerade was gesprungen irgendwo. Wo springen denn hier Fische? Man sieht gar nichts. Man hört sie, aber
war eindeutig da rechts, aber da war nichts zu sehen. So, weiter als bis hier kommt man nicht. Ja, das ist das Weiteste. Oh, da haben wir einen Biss. Dafür wohl nicht Warzenschwein. Kann man also nicht nur offshore, sondern auch shore größere Fische fangen, weil sonst hier mit Grundrute hat man ja hier kurz vom Ufer nur die kleinen Viecher gefangen. Aber die ganz kleinen, ist gerade mal bis 5 Kilo höchstens. Und jetzt hier haben wir hier Dickkopfstachelmakrele 25 Kilo. Immerhin. Kann man nicht meckern. Für vom Ufer gefangen. Kann gar nicht so schlecht. Mal gucken, ob wir noch was fangen hier. Vielleicht ja noch eine Bernsteinmakrele, eine große oder eine japanische. Oder eine Turbomakrele. Einmal nichts. Vor einer halben Stunde habe ich ihn begrüßt. Hier im Vereinsraum, der einzige, der im Moment auch mit im Vereinsraum ist, der Rino. Und jetzt antwortet er erst. Hat mich gar nicht bemerkt. Ah, japanische Bernstein. 8 Kilo. 8,7. Ganz genau. Ups, jetzt ist Rino 2 offline. Jetzt, wo ich da bin, hat er aber keine Lust mehr. So, was können wir hier noch fangen vom Ufer aus mit Spinning? Immerhin knapp 60 Meter geworfen, ne? Also 59, Komma irgendwas. Das zeigt ja leider nicht an, wie dicht an 60 das dran war. Können natürlich 59,9 gewesen sein. Obwohl ich davon ausgehe, dass er ab 59,55 oder so schon dann hochrechnet auf 60 Meter. Oh, der erste, der hier richtig in die Bremse knallt. War auch nicht lange. Ich habe hier die 60 Kilo Ausrüstung gerade zugange. Nochmal eine japanische 20 Kilo Troppi.
Da kommt nichts den Fisch hinterher, den Köder hinterher. Gut. Oh, rausgeflogen ist er. Ist gar nicht selber gegangen. Der arme Rino fliegt aus dem Spiel. Oh, da beißt der nächste. Der geht aber richtig steil. Na, geht er nochmal in die Bremse? Obwohl der gerade. Habe ich verhindert. Mit Pumpen. Dickkopf? Oder was war es? Oder eine japanische? Oder eine normale Dickkopf? Nein, normale Dings. Nee, Dickkopf. Wieder 29 Kilo. Boah, gar nicht schlecht. So. Die einzige Route, die ich im Moment habe hier für Ozeangebiet, mit der man einigermaßen weit auswerfen kann, nämlich die Spinning-Route. Zeige ich gleich nochmal. Da kommt wieder keiner hinterher. Können wir schnell reinholen. Zack. So, und zwar ist das die Kudo Kia Che. Oh Gott, was für ein Name. 2,30, 65 Kilo. Dazu die Rolle Tsunami Kuiro 14.000 mit 64 Kilo. Und entscheidend ist aber hier die Schnur. Für die XP und die hat nur 60 Kilo. Und hier eine Stufe Bremskraft runter, bin ich etwas unter 60 Kilo, sodass die Schnur auch nicht kaputt gehen kann. Ja, und als Köder nehme ich hier gerade den Bucktail 50 Gramm Raute 6.0. Was ich gern wissen möchte, ist, ob man hier vom Ufer aus auch Einzigartige fangen kann oder nur normale und Troppis. Da kommt wieder keiner hinterher. Gut. Werfen wir mal da wieder hin. Ja. Ihr seht, wie weit die Schnur in den roten Bereich geht, wenn ich hier ihn laufen lasse, ohne zu pumpen.
Und was ist es? Ja, Torpedo Makrele in Trophy 34. Bis jetzt der größte von Land gefangene Fisch. Ja, in dem Bereich sind auch die japanischen einzigartigen, also die japanische Bernstein. Makrele, einzigartig. Ja, sowas könnte ich jetzt noch gut gebrauchen fürs Video. Auch da kommt wieder nichts hinterher. Also reinholen, neu auswerfen. Gehen wir mal wieder ein bisschen weiter rechts. Ja, da will gar nichts. Auch da kommt kein Nachläufer, also raus damit. Werfen wir mal ganz weit rechts. Auch da wieder kein Nachläufer, also nö, die besten Fänge habe ich da in der Richtung. Ui, da ganz hinten springen sie. Aber da komme ich nicht ganz hin mit der Rute. Da bräuchte man was, was 60, 70 Meter oder nee, noch mehr, über 100 Meter auswirft. Ja, jetzt nach dem Trophy-Torpedo will gar nichts mehr beißen hier, ne? Ne, auch da kommt nichts hinterher. Das sieht man Gott sei Dank hier. Das Wasser ist sehr klar bis nach unten auf dem Grund. Knapp die halbe Strecke irgendwie bis dahin, wo die Fische springen. Ah, aber da habe ich wieder einen Biss. Kleiner Hüpfer. Aber wieder eine Torpedo. Diesmal keine Trophy.
Auch da scheint nichts hinterher zu kommen. Nö. Ups, Bilbis. Und wieder kein Nachläufer. Ein Tisch fangen wir noch fürs Video und dann soll es das auch gewesen sein. Ob hier denn auch einzigartige beißen, könnt ihr denn ja selbst rausforschen. Habt ihr ein bisschen was zu tun, ne? Muss ja nicht immer alles ich hier vormachen. Reicht ja, wenn ich zeige, dass man hier überhaupt Fische fangen kann. Auch größere Fische als nur 5 Kilo Fische. Kein Nachläufer. Ab dafür. Probier gleich nochmal einen anderen Köder, wenn jetzt hier keiner beißt auf den Köder. Jo, wieder kein Nachläufer und Köder wechseln. Aber Chanel. So. Nehmen wir mal einen Pilker. 80 Gramm. 100 Gramm Raute 6,0. Nehmen wir mal so einen zweifarbigen hier. Dann gucken wir mal, wie weit wir damit werfen. Ah, nicht ganz getroffen. Aber der geht schon über 60 Meter. Gucken, ob der mit Tempo 1 auch durchgehend führbar ist. Er wiegt ja doppelt so viel wie der andere Köder. Oh ja. Und da geht auch gleich was drauf. Und was haben wir da? Torpedo? Nö, japanische Bernsteine. Komm, einen machen wir noch, weil wir gerade erst den Köder gewechselt haben. Gucken, ob noch was anderes beißt auf den Köder. Ah, wieder nicht ganz getroffen. Aber trotzdem 60, also ich schätze mal so 64 Meter. Gehen wir mal auf Tempo 2. Und dann wieder auf Tempo 1. Dann wieder auf Tempo 2. Und wieder auf Tempo 1. Tempo 2, Tempo 1, Tempo 2, Tempo 1. Jetzt sinkt er nicht mehr weiter. Gut. Jetzt lasse ich ihn auf Tempo 1. Oh ne, jetzt muss ich auf Tempo 2 gehen, weil er sonst auf den Boden klatscht. Und kommt auch nichts hinterher. Also nochmal auswerfen. Jetzt mache ich es mal mit Zielen. Wer war wohl nicht ganz getroffen?
Ich schätze mal 64 Meter, wenn man ganz genau die höchste Stelle trifft. Na, jetzt will ich nichts mehr beißen hier, oder wie sehe ich das? So, letzter Auswurf. Oh, schade. Viel Biss. Na, dann war es doch noch nicht der letzte Auswurf. Fehlbiss lasse ich nicht gelten hier als Abschluss. Gehen wir auf Tempo 2. Und Stop and Go. Nö. Tempo 2 ist dann auch schon zu schnell, selbst mit Stop and Go. So, jetzt will mich das Spiel hier schon wieder in die Unendlichkeit treiben, dass das Video wieder viel zu lang wird. Jetzt will ich hier einfach keinen letzten Fisch mehr beißen, nee. Glaub's ja wohl nicht. Boah, da hinten springen sie wie blöde. Kann sich von den Tunern nicht mal einer hier an meine Route verirren? Das wär's hier nochmal vom Ufer aus ein Tuner. Oh ja, er greift nach vorne. Das heißt, das ist ein starker Fisch. Und er zieht Schnur. Hat sich da jetzt tatsächlich ein Tuner an meine Route verirrt? Oder ist das ein einzigartiger Dickkopf? Oder einzigartige Torpedo. Oder einzigartige japanische. Oder einzigartige große Bernstein. Das wäre es natürlich. Uiuiuiui. Und der geht, der geht, der geht, der geht. Der lässt sich nicht halten. 99, 100 Meter. 110. Hundertvierzig. Wenn das jetzt ein richtiger Riese ist, dann habe ich Probleme. Erstens wird das Video viel zu lang und zweitens werde ich den nicht reinbekommen, obwohl, ne, dann hätte er schon längst hier gemeckert. Sorgen Sie dafür für stärkere Ausrüstung. Der Fisch ist zu stark für die Ausrüstung und so weiter und so fort. Der Fisch ist dann ab vom Haken. Aber da das nicht passiert, sollte es einer sein, den ich auch mit langer Drillzeit langsam reinbekommen werde. Ich werde jetzt mal die Pausentaste drücken und euch dann, wenn er hier kurz davor ist, reingeholt zu werden, wie lange es gedauert hat. In Minuten, also in echte Minuten. Oben seht ihr ja 7:27 Uhr. Jetzt mache ich Pause. So, ich habe ihn gleich zu fassen. Hat nicht so lange gedauert, weil ich habe hier Trick 17 angewendet. Und ist ein Dickkopf-Stachelmakrele. Oh, er hat den Gaff sogar mit. Und
einzigartige vom Ufer aus gefangen. Sehr schön. Machen wir nochmal ein schönes Bild. Ja, ohne Trick 17 hätte das nicht geklappt. Nee, ist schon die bessere Seite. Und so auch der Beweis, dass ich hier den vom Ufer aus gefangen habe. So, dann jetzt hier das noch da drunter, damit ich ordentlich was wegschneiden kann von dem Bild, damit es nicht zu groß ist für YouTube. So, sehr schön, knapp 70, aber ganz knapp 70 Kilo. 30.000 XP gab es mit der Ausrüstung. 27.000 Cash. Nice. Jo, das soll es dann auch gewesen sein für das Video. Ist eigentlich auch schon wieder viel zu lang. Und wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.